aus der Griesengegend. Präsentiert von den Stadtwerken Hagenow. Kompetenz in Sachen Energie. Das Museum für Alltagskultur der Griesengegend in Hagenow. Mit Direktor Henry Gavlik geht es zu einer Führung durch das frisch sanierte Hauptgebäude. Noch existiert die Ausstellung nur im Kopf des leidenschaftlichen Heimatforschers. Der 55-Jährige trägt eine große Verantwortung. Das 1974 auf Initiative der Hagenower hin entstandene Museum von Grund auf neu einrichten. Die neue Ausstellung soll den Besuchern die Region näher bringen. Sie ist Ausdruck der Liebe zur Griesengegend im Südwesten Mecklenburgs. Auch für Henry Gavlik. Griesengegend ist der Kulturraum, der Landschafts-, Naturraum. Und die Alltagskultur ist das, was der Mensch am Alltag so macht im Laufe der Geschichte. Und Teilaspekte dieser Alltagskultur zeigen wir. Wohnkultur, Bräuche, Gemeinschaftsleben, wie in der Gaststätte ist ja ein Kommunikationsraum, solche Dinge werden zu sehen sein. Als Henry Gavlik 1994 Direktor des Hagenower Museums wurde, war dessen Bausubstanz seit Jahrzehnten nicht angerührt worden. Seit 2002 liefen die längst überfälligen Sanierungsarbeiten dann endlich an. Nach 10 Jahren zeigt Henry Gavlik nun stolz das erste schwer zu übersehende Ausstellungsstück, das nur dank der Baumaßnahmen einziehen konnte. Ja, wir sehen ja, dass es ein ziemliches Monster ist, mal in Anführungsstrichen. Erstmal ist es schwer und auch ein bisschen unförmig. Die Maschine war auseinandergelegt, mehrfach um und um transportiert worden. Und nun hatten wir diesen Platz auserkoren, also die ehemalige Schnapsbrennerei. Es fehlt nur noch der Antrieb. Wir können die nicht mehr mit Dampf antreiben, da fehlt uns das Kesselhaus zu. Wir werden ein bisschen tricksen. Mit einem E-Motor wird das sich, hoffe ich, dass wir es hinkriegen, die Dampfmaschine sich dann auch bewegen. Denn im Museum muss ich auch gelegentlich mal ein Rad drehen, damit die Besucher volle Aufmerksamkeit zeigen. 15.000 Exponate warten in den Depots des Museums darauf, inventarisiert und für die Ausstellung ausgewählt zu werden. Viele hat Henry Gavlik persönlich von Flohmärkten besorgt. Die Ausstellung soll einmal die ganze Geschichte der Region umfassen. Von frühzeitlichen Ausgrabungen quer durch das bäuerliche und bürgerliche Leben, von Fürsten bis Feldwirtschaft. Dazu muss Henry Gavlik im Kleinen eine Auswahl treffen. Eine Mammutaufgabe. Wir machen im Vorfeld eine Art Inventur. Wir werden jetzt die Dinge ja wieder in die Depots zurückräumen und stellen dabei natürlich fest, dass nicht alle Objekte inventarisiert sind. Es kommen auch Neuzugänge, die müssen erfasst werden, das heißt fotografiert, aufgemessen. Sie müssen befragt werden, es müssen Informationen recherchiert werden, um das dann in die Dateien zu schreiben, festzuhalten, um meinen Nachfolgern auch was in die Hand zu geben. Ich weiß ja alles im Kopf, nicht alles mal in Anführungsstrichen, aber das ist keine Museumsarbeit. Wir müssen die Dinge vernünftig erfassen. Und das versuchen wir bei laufendem Geschäft, wie fast alle meine Kollegen in diesem Land, dann auch noch zu realisieren. Das ist eigentlich die Grundlagenarbeit. Ohne diese Arbeit gäbe es kein Museum. Am Ziel seiner Wünsche ist Henry Gavlik noch lange nicht. Er träumt davon, zum 40-jährigen Bestehen des Museums im nächsten Jahr zunächst die untere Ebene des Haupthauses zu eröffnen. Solange das Hauptgebäude eingerichtet wird, können Neugierige zum Glück die bereits freigegebene Wohnung mit Original 40er-Jahre-Ausstattung und die Maschinenhalle besichtigen.